Machu Picchu. Für die einen ein faszinierendes Zeugnis einer lange vergessenen Hochkultur und für die anderen ein Ort der Kraft und des Friedens. Ich habe dieses berühmte Weltwunder von Peru besucht. Es ist ein langer Weg nach Machu Picchu. Zuerst mit dem Flugzeug via Amsterdam nach Lima, von dort weiterfliegen nach Cusco und dann circa 2 Stunden Bahnfahrt nach Aguas Calientes. Aber diese Bahnfahrt ist ein Erlebnis für sich. Zumindest in den etwas teureren Touristenzügen, die mit einem umfangreichen Bordprogramm aufwarten. Da werden die Passagiere wie im Flugzeug mit Speis und Trank versorgt. Und ein Unterhaltungsprogramm gibt's auch, und zwar live. Gefolgt von einer Modenschau. Da müssen auch schon mal die Gäste ran, an den wackeligen Laufsteg. Und natürlich gibt's auch Bordverkauf der eben vorgeführten Ware. Nach etwa 3 Stunden und 30 Minuten fährt der Zug schließlich in Aguas Calientes ein. In dem Touristenort dreht sich alles um die Inkas. Da salutiert die Touristenpolizei vor dem Inka-Denkmal am Hauptplatz. Da wird Inka-Massage geboten. Ein Inka verfasst jeden Lokal oder auf dem Teller als Karottenschnitzerei. Straßenmusiker wie daheim in der Fußgängerzone. Aber ich will ja zu den Inka-Ruinen, also nichts wie rein in den Bus nach Machu Picchu. Die 20-minütige Fahrt macht deutlich, wie versteckt das Weltwunder der Inkas ist. Manche gehen auch zu Fuß nach Machu Picchu, auf dem sogenannten Inka-Trail. Wie war der Weg? Aber der dauert 3 bis 5 Tage und ist kein Honiglecken. Beim Eingang angelangt, heißt es dann erst einmal anstellen. Man ist schließlich nicht allein bei der größten Touristenattraktion von Peru. Mein Guide Alani weiß aber, wie man die Touristenmassen austricksen kann. Wir sind ganz schlau. Wir nehmen einen anderen Weg in Richtung von Hauptplatz. Die ganzen Gäste, die gehen immer zum Aussichtspunkt. Aber haben wir die ganzen Plätze frei nur für uns. Frühmorgens fast allein durch die rund 500 Jahre alten Ruinen zu stapfen, das hat schon was. Alani erzählt uns allerlei Wissenswertes über Machu Picchu. Machu, das bedeutet alt. Picchu, Gipfel oder Berg. Sonnenuhr, Intihuatana, Muttersprache. Das bedeutet Inti, die Sonne. Huatana, festbinden. Inka-Kompass, moderne Kompass. Ganz genau zeigt uns nach Norden. Schließlich gelangen wir zu den Kultstätten der Inkas, wo sich die Priester vor den Zeremonien durch Klangmeditation reinigen. Das habe ich natürlich auch gleich ausprobiert. Sehr gut. Dermaßen energetisch gereinigt, schaue ich anderen Menschen beim Arbeiten zu. Gehämmert und gebaut wird nämlich immer noch in Machu Picchu. Baustelle mit Aussicht. Und die Lamas fühlen sich bei den Inkas pudelwohl. Beim Ausgang kann man sich dann einen inneren Stempel für den Pass holen. Aber vorher will ich von einigen Besuchern noch wissen, was für sie das Besondere von Machu Picchu ausmacht. Was ist Machu Picchu für dich? Ein Energiepunkt, ein Ort der Energie. Machu Picchu for me is a very special, sacred place up in the mountains that I've wanted to come for 18 years. For me it's a very nice experience to see a great historical monument. Es el sueño de mi vida, haber llegado hasta aquí. Machu Picchu is something that I've been thinking about for years, and I've wanted to hike the Inca Trail and be here in the morning to watch the sun come up, so it means a lot to me. It's been a dream for a long time. Jörg, was ist Machu Picchu für dich? Einer der schönsten Punkte, die man weltweit besuchen kann. Und was ist Machu Picchu für Sie? Ich freue mich über Ihre Meinung.